Willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Ja, ich muss aber nur kurz darüber reden, quasi was aufklären, weshalb denn in den letzten Tagen kaum Videos kamen, beziehungsweise auch in den nächsten paar Tagen leider auch kaum Videos kommen werden. Es liegt zum größten Teil daran, dass ich zurzeit leider ein paar private, sprich familiäre Probleme habe, die mir zurzeit doch schon sehr zu schaffen machen und mich in letzter Zeit gerade in den letzten Tagen auch extrem runterziehen. Ich möchte darüber jetzt nicht viel drauf eingehen, aber das ist so die Sache, wo ich jetzt sage, die fällt mir am schwersten, mich auf YouTube oder generell auch auf die Schule oder sonst was zu konzentrieren. Ich so wie mein Bestes, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich weder die Zeit noch den Kopf, leider, muss ich sagen, wirklich hier aktiv für YouTube dabei zu sein. Weil ich die familiäre Sache doch schon sehr, ja. Aber das setze ich, wird in 2 Wochen oder so eh sein Ende haben. Und dann bin ich, was dies betrifft, schon mal entlastet, sage ich mal. Und kann mich dementsprechend auch wieder mehr auf YouTube konzentrieren. Des Weiteren habe ich jetzt nochmal bisschen Schule noch. Das schreibe ich jetzt nächste Woche noch die letzten Arbeiten. Dann bin ich erfolgreich, aber zum Glück für dieses Jahr auch durch. Nächster wird es erst so richtig lustig, aber das steht doch alles in Stern. Also, es kommt noch. Und dementsprechend Schule ist, wenn es nächste Woche so entlastet, familiär, sprich privat, aber erst in 2 Wochen vermutlich. Weil das wird jetzt dann nochmal krasser, die nächsten Tage vermutlich. Und deshalb nicht wundern, dass jetzt in den letzten Tagen einfach nicht so viele Videos kamen. Weil ich habe zurzeit erst wirklich Schule ist nicht, aber ein paar private Probleme, die ich einfach lösen möchte. Jetzt, wo der Sommer kommt, möchte ich auch einfach mal raus. Zum See, mit ein paar Freunden zum See, bin auch zu einer Freundin, alles, es ist alles, ist gerade nicht so einfach. Und deshalb hab ich gerade, Motivation hab ich. Gerade weil die Abonnenten in letzter Zeit so krass steigen. Motivation ist da, Lust auch. Aber die Zeit ist leider nicht da und zur Zeit aber kann ich das physisch auch nicht wirklich machen, weil ich gerade sehr unter Druck bin. Schule, große Sache. Wird jetzt so langsam entlastet, ist nächste Woche, wenn ich mit den Arbeiten so gut wie durch bin, wirklich quasi entlastet und familiär halt auch in 1, 2 Wochen. Und dann sollte ich, denke ich mal, so normalen YouTube-Rhythmus wieder zurückkommen und wieder regelmäßig Videos produzieren können, weil ich habe mir ja eh extra neuen Schreibtisch, gehe die Sommerferien noch erstmal zu Gamescom. Wir haben einigen geilen Scheiß, ich habe auch ein paar coole Sachen mit ein paar bestimmten Personen, die ich plane, zu denen ich jetzt aber noch nichts sagen möchte. Weil ich erstmal schauen muss, ob das überhaupt geht. Ich habe auch so Super Mario Odyssey mir im Oktober so was ganz Besonderes mit einer ganz besonderen Person, die mir sehr wichtig ist, überlegt. Steht aber diesbezüglich wirklich noch alles in Stern. Ne? Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch mal ein Infovideo bringen, wenn meine Arbeiten durch sind, in einer Woche oder so, wo ich wirklich einfach mal eine halbe Stunde oder so einfach nur mal über die Zukunft auf YouTube und wie ich mir so denke, laber. Gerade mit den ganzen Rundfunklizenzen, Abonnenten, Messen, Mitmachen, Livestreams, all das wird demnächst mal ein fettes Laber-Info-Video geben. Das mache ich aber erst, wenn ich wieder einigermaßen entlastet bin und mit den Let's Plays wieder angefangen habe. Deshalb, Schuldige ist mir, dass auch jetzt in der Woche hier relativ wenig leider nur kommen wird, weil, wie gesagt, familiär großes Problem. Das Problem ist ja nicht, aber es macht mir sehr zu schaffen. Leider. Aber ja. Und Schule ist jetzt dann schon beim Entlasten. Das ist nicht mal das Problem. Also Zeit habe ich jetzt auch mehr. Ne, es tue auch mit dem Paul, kennt ihr vielleicht auch ein paar Videos. Mit denen werde ich auch nächste Woche einen Vlog in München machen. Den wird es nächste Woche auch geben. Ich glaube, der ist, denke ich mal, auch ganz cool. Und ich habe auch ein paar Zuschaueraktionen geplant und sowas, muss es halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber prinzipiell gesehen, ja, bin ich guter Dinge. Und wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass in den letzten Tagen so wenig Videos kam. Ja, wie gesagt, ich habe aktuell ein paar Problemchen, an denen ich aber, ja, jetzt auch lerne quasi zurecht zu kommen. Familiär gut, okay, Schule ist eigentlich nicht so das Problem dieses Jahr. Mit nächstes Jahr ist richtig heavy, also richtig krass, aber okay. Das soll natürlich das Thema sein. Und damit ihr einfach wisst, aha, ich bin die nächsten 2 Wochen meinetwegen noch wirklich unter Druck.
Hab einmal diese Zeit für YouTube. Danach habe ich aber wieder mehr Zeit und bringe auch aktiv Videos. Ich finde es schade, weil gerade die letzten Tagen, Wochen, lief es mit Livestreams. In diese Richtung gehen super. Nicht nur mit Livestreams, sondern auch mit Abonnenten und allen lief super. Und ich hatte auch privat einige Erfolge, die mir wirklich alles in allem so wieder einen Ruck gegeben haben und gesagt haben: Ey, das, was du machst, macht Sinn. Das hauen Leute. Das mögen Leute für das, was du machst, letztlich. Also nicht, dass jetzt gilt, dass mich jetzt nur Leute mögen, weil YouTube machen, das so hoffentlich nicht. Aber nein, es gibt Leute, die das wirklich interessiert, die aktiv deine Videos schauen und sich freuen. Bald bei dem mitteilt, aha, ich hab, was ist was, 250 Abonnenten oder so, ne? Und das ist eine Motivation, die ist einfach nur übelst krass. Auch die Reaktion der Fans dann immer um, weiß Gott, wann war das, 300 Abonnenten. Eine Nacht habe ich zum Teil gesehen, mir hat das ein Glückwunsch, ey. Das ist einfach nur krass. Und ich werde dazu ein Intro wieder bringen. Ein langes Video, wo ich einfach nur rede. Und hoffe, dass es trotzdem die eine oder andere, dass es wirklich anschaut und dann vielleicht ein bisschen mit mir so mitreden kann, mitgestalten kann, weil da jetzt einiges an Punkten zu klären geben. Positiv natürlich. Ne? Gamescom, es ist Fantreffen, haben auch einige Leute zugesagt. Das wird auch spannend. Da kann man auch sehen, wie sich das im nächsten Jahr so entwickelt. Aber es gibt wirklich so viele positive Sachen, wo ich sage: Ey, zur Zeit ist YouTube wirklich geil. Kein Fehler, dass du es angefangen hast. Und es wird auch noch richtig geiler, so bekannter man wird, ne? Ich sag nur mal: Zukunft, Netzwerk, Nintendo-Partner, all das kann passieren. Schauen wir mal den sympathischsten Robert89 an mit seinem YouTube-Kanal. Das ist alles eins von meinen Vorbildern neben dem. Und die haben nur 600 irgendwas Abonnenten. Seit 500 Abonnenten ist er Nintendo-Partner. Bekommt zum Teil auch Spiele. Abonnenten gehen krass rauf. Aber mir geht es nicht wirklich um die Abonnenten, um das mal klar auszudrücken. Kommt noch. Sage ich, wie gesagt, alles in Videos. Weil ich es eigentlich hier nur ganz kurz halten. Jetzt laber ich hier wieder 7 Minuten. Ich bin ein Experte in la lang labern, ich weiß. Aber das einfach eben nur als Info. Ne? Nicht wundern, dass in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Ich habe familiär und Schule ist noch ein paar Sachen, die ich klären muss. Ich muss auch Freunde testen, oder Freundin testen, besser gesagt. Habe ich mir auch was vorgenommen, muss es alles hauen, dass jetzt bald langsam in Rollen kommt, weil ich bin alt mit 15. Wie ich finde, auch nicht jetzt mehr der Jüngste. Muss auch privat einfach mal ein paar Sachen klarstellen, bei denen ich jetzt zum Teil auch erst dran bin. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ne, und ich möchte jetzt euch viel länger hier mit den Video nerven und euch jetzt hier noch viel länger irgendwie stören. Nur einfach damit ihr es jetzt endlich nochmal wisst. Es kommen leider in den nächsten ein, zwei Wochen, wie jetzt in den letzten Wochen davor, leider nicht so viele Videos, weil es zurzeit private, wirklich massiv familiäre Themen auch, sage ich mal, es sind keine Probleme, nicht jetzt so, aber es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, weil ich möchte jetzt hier jetzt hoffentlich schon auch so breit sagen, aber ja, es ist nichts Schönes aus jedem Fall, kann ich sagen. Naja, egal. Und Schule ist, wie gesagt, ja, auch. Weil, wie gesagt, die Motivation ist da. Sieht man an Aussagen, sieht man auch an Likes und den aktiven Zuschauern. Also, Motivation ist da. Spaß auch. Nur Zeit und, ja, sowas fehlt halt leider einfach. Und das, denke ich mal, sollte jetzt in 2 Wochen oder so einigermaßen gegessen sein. Da können wieder Videos kommen. Und, wie gesagt, ich werde dazu mal ein langes, fettes Infovideo oder Labervideo über die Zukunft vom Kanal hochladen, was aus Bitte auch anzuschauen. Da werde ich auf alle Sachen nochmal drauf eingehen. Aber das nur als Info, weshalb in den letzten Tagen kaum Videos kamen, beziehungsweise kommen werden. Ist uns das noch aus jeden Fall einen schönen Tag. Lasst es euch getrost sein. Die Tage kommt auf jeden Fall wieder was. Livestreams die Woche noch nicht starten. Nächste Woche aber auch definitiv wieder. Wenn da nichts, irgendwas, das Wissen kommt, was jetzt jederzeit sein kann. Deshalb möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, ob planmäßig nächsten Freitag kommt, wie das Splatoon Online, so wie wir es kennen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einer nächsten Videos wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls ihr ein Video gut fandet, wollte ich mich um eine positive Bewertung freuen. Wir sagen immer schön, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Haha. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.